Back in Action, Far Cry 5. Oh mein Gott, ich werde direkt angegriffen hier auf der... Ah nee, das ist der... Ah, das könnten wir eigentlich mal angreifen. Das ist einer von den bewaffneten Konvois. Na, drehen die ein? Nö. Das sollten wir eh am besten machen mit den Sprengsätzen, die wir dabei haben. Aber ich glaube, wenn ich die irgendwo hinlege, heißt das sofort... Was will ich sagen? Dass da irgendwas anderes dazwischen fährt. Da kommt nämlich irgendein Sprengwagen, LKW, Transporter, Schwarzbär, der in diese Minenstruktur reinfährt, beziehungsweise reinläuft. So, auf nach Norden. Lesen. Hey, ihr dummen Sektenwichser. In meinem Bunker kommt ihr niemals. Er ist einbruchsicher. Ich habe ihn selbst gebaut, aber selbst wenn, dann kommt ihr eben ganz sicher nicht wieder raus. Wenn ich ihn einfach knacke und reingehe. Resist. Lest, Baby. Ich weiß gar nicht, warum diese Strommenschen vom Hilgard-Elektrizitätswerk sich so anstellen. Dafür braucht man doch keinen Abschluss in Elektroingenieurwesen oder sowas. Du und ich, wir haben diesen Bunker mit unseren bloßen Händen erbaut, von wegen Sicherheit am Bau. Und überhaupt, habe ich nicht letzten Monat einen Rauchmelder und eine Sprinkleranlage bei Red gekauft? Es wird schon alles klar gehen hier unten. Strom benötigt, okay. Ach du Scheiße! Hat der Typ echt gut gebaut. Und oben kommen die Rednecks direkt. Ah, hier ist noch Geld. Waffentechnisch noch irgendwas? Nee, nur die normalen Gewehre. Boah, ihr seid so dumm. Hab wohl die Explosion auf Distanz gehört. Hat sich bis zum letzten Moment wenigstens noch verteidigt. Was haben die nur mit diesen Gurkengläsern? So, die Bunkeranlage haben wir auch leer geräumt. Dann lass mich mal kurz in die Aufträge gucken.
Ohne Scheiß, wir machen jetzt einfach mal den Todeswunsch. Wird schon werden. Wir haben die Tankstelle befreit. Wir werden auch den Wagen bekommen. So, schauen wir mal, wo der gerade ist. 400 Meter, der fährt gerade hinten die Straße rein. Augen auf, da ist unser Ziel! Boah, Vielfraß scheint auch ein sehr gefährliches Tier zu sein. Alle Tiere scheinen irgendwie sehr gefährlich zu sein. Da vorne liegt auch schon wieder irgendwas auf dem Boden. Ein Schwein. Alter, wenn der Hirsch mich jetzt angreift, offensiv, dann raste ich aber aus. Scheiße. Ja, mit der Pistole wie mit einem Power-Sniper-Gewehr. Sofort umgenietet. Warte ich, bis er wieder vorbeikommt. Und Boomer wird ja kaum den in die Luft sprengen. Fliegen Outs nicht in die Luft? Ah. Was eine entspannte Musik. Da kommt der Sauhund. Oh, die will mir irgendwas erzählen, aber ich habe auch keine Zeit für.
So, flieg nicht in der Luft, in die Luft. Möchte nur deinen Wagen. Never be free. Oh, komm. Muss nur bis zu US-Auto schaffen. Wollen die mich gerade alle verarschen? Das hältst du durch, Todeswunsch. Boah, ich habe schon dieses Gefühl, dass der Wagen es nicht schafft bis nach da vorne. Es wackelt und klappert alles. Oh, Gott sei Dank. Es ist gut, meinen fahrbaren Untersatz zu sehen. Da sind ein paar Tanks. Willst du mich verarschen? Du willst jetzt mit der Karre... Verfickte Sekte! Ich wusste vor allen anderen, dass die Seeds ein Haufen Unruhestifter sind. Ich bin ihnen früh auf die Pelle gerückt. Und ehe ich mich versah, war ich in Schwierigkeiten, weil ich zu hart zu... Ich bin ihnen früh auf die Pelle gerückt. Und ehe ich mich versah, war ich in Schwierigkeiten, weil ich zu hart zu ihnen Skate war. Ist das so fast? Also konnte ich mich nur noch auf das vorbereiten, was kommt. Ich habe mich eingedeckt. Essen für 10 Jahre, Luft- und Wasserfilter und all so ein Scheiß. Hat Monate gedauert. Ich war für alles bereit. Hättest mal sehen sollen, wie die Leute mich angesehen haben. Als wäre ich irre. Tja, und wer hatte Recht behalten? Merle Briggs, verdammt. Natürlich kam die Sekte und drehte mir den Hahn ab. Hab alles verloren. Hier bin ich also. Sitze mit ihrem Todeswunsch und hab ne Knarre in der Hand, um's den Peggys heimzuzahlen. Ja, du bist ein witziger Typ, ey. Vielleicht hätte man das Ding erstmal reparieren sollen. Ach, da hinten müssen wir aber hin, okay. Überraschung, ihr Scheißer! Jetzt gibt's mit Zins und Zinseszins auf den Arsch! Alles vorbereitet! Ja, jetzt seid ihr alle am Arsch! Ja, sind wir am Arsch, wenn ich irgendwas noch ramme. Zerstören. Wird ihnen eine Lehre sein. Mach die Tanzplatte! Genau so! Genau, einfach ich weiß nicht, ob Tanks umfahren wirklich das Beste ist. Boah, willst du mich verarschen einfach durchweg? Der Typ, der am Geschütz war, war schon nach 2 Zentimetern einfach totgeschossen. Überraschung, ihr Scheißer!
Jetzt gibt's mit Zins und Zins ist Zins. Na, immerhin ist der Wagen erst repariert. Alles vorbereitet. Moment, wir sollten vielleicht einen anderen Helfers. Ah, oh, Hilfe ist derzeit nicht möglich, weil ich habe ja diesen wundervollen Typen bei mir hinten drauf. Ich hab hunderte und aberhunderte von Kugeln für euch. Ich sehe immer noch Blitztanks. Eure scheiß Peggy rafft ihr mit Hunden. Das könnt ihr vergessen. Das war's. So, zum Glück. Einschusslöcher übrig. Ich süße genug. Du bist ein Naturtalent. Der Todeswunsch gehört dir. Ein wildes Tier wie du kann der Sekte damit viel mehr schaden als ich, Alter. Grüß Dutch von mir, wenn du ihn das nächste Mal siehst, ja? Ja, du kannst den Todeswunsch haben. Was macht er als erstes? Mit dem Fahrzeug wegfahren. Willis Huntley. Die Reise des Helden. Den Sendemast erreichen. Da waren wir sogar schon. Ach ja, bin ich mit dem Helikopter drüber geflogen. Da können wir von der Kellet Cuttle-Farbe hingehen. Örtlichen Gesetzeshütern und den Angehörigen der Gemeinde Eden's Gate waren offenbar haltlos. Wir haben von einer versuchten Festnahme gehört, doch laut einem Statement des Büros des Schatten... Deine Seele ist vergiftet. Krank. Von Krebs zerfressen. Also muss hier rausgeschnitten werden. Aber ich kann dir gern was rausschneiden. Du weigerst dich ja zu sagen. Und bis du das tust, wird jeder Schmerz, den du dem Projekt zuführst, tausendfach an deine Freunde zurückgegeben. Und ich weiß nicht genau, wie viel deine Freundin Hudson ertragen kann. Also wähle deine nächsten Taten mit Bedacht, Deputy. Ich dachte, ich wäre ein neuer Deputy. Warum sollte die Hudson befreundet sein? Mäh. Oh. Hallo, mein Name ist Erdogan. Ich würde dich gerne kennenlernen. Jetzt renn doch nicht weg, Süße. Hm? Wir können doch zusammen ein wenig gucken. Geil. Hängt ja erstmal nochmal ein Wolf im Wald.
Die KI hat das auch schon gemerkt, dass da ein Wolf ist. Deshalb sind die sich hier so am Anpirschen gegenseitig. Wahrscheinlich, wenn ich gleich komme, greift mich das Vieh an. Ach, der ist hinter dem Zaun. Scheiße. Ja. Klappt ja super. Und da muss ich hoch. Wie komme ich da überhaupt hoch? Ach, mit dem Kletterhaken. Ich will ja jetzt nicht noobig sein, aber... Ah, da ist Steigen. Danke fürs Einblenden, Spiel. Bei allem steigst du mit Leertaste, nur hier nicht. Wieder so ein schlechter Zeitpunkt, über seine Höhenangst zu philosophieren. Nee, 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 ich will nicht runter.
Verlass den Helikopter. Ein Traum. Danke, Boomer. Oh, Boomer hält mir den Rücken frei. Ach, Boomer ist tot. Übrigens wieder eine tolle Option, sagen wir mal, du willst irgendwie sneaky vorgehen und was passiert? Du kommst, wirst in eine Mission abgesetzt, wo du überhaupt nicht sneaky vorgehen kannst. Komm her, Boomer. Alles wird gut. Wie hat er sich eigentlich Helikopterfliegen beigebracht? Ich brauche deine Hilfe nicht, aber sie wäre mir sehr recht. Ich weiß.